Herzlich willkommen zu Menschen im Porträt. Unser heutiger Gast ist seit vielen Jahren und unterwegs im Geheimdienst Ihrer Majestät. Als Double von Daniel Craig, dem bekannten James Bond-Darsteller und Kinohelden 007. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit Max Freisel. Herzlich willkommen. Grüße. Heute kennt man Sie als weltweit gebuchtes Daniel Craig-Double. Was haben Sie davor eigentlich gemacht? Was war so die Zeit vor James Bond? Also angefangen habe ich in der Jugend, weil mein Vater unbedingt darauf bestanden hat, dass ich einen Beruf erlerne, Karosseur, das ist LKW bauen, okay, und Spengler. Und das war eigentlich nicht mein Wunschberuf und bin dann in Security-Bereich gegangen. Ich war Türsteher und Veranstaltungen im Security-Bereich, das wollte ich eigentlich immer machen. Und zwischendurch immer wieder auch normale Berufe, so wie ich war Gerüster, aber beim Gerüstbau gearbeitet, etc. Also relativ bodenständig. Und irgendwann habe ich dann meinen Chef kennengelernt. Da war ich 8,5 Jahre im Dienst als Personenschutz und Chauffeur. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, der mich dann auf diesen Weg gebracht hat. Kommen wir nachher noch dazu. Jetzt haben Sie kurz erwähnt, auch als Türsteher. Ich meine, Daniel Craig ist ja auch schon lange vor James Bond bekannt geworden. War damals die Ähnlichkeit schon einmal Thema jemals in den Jobs davor? Nein, wir haben nur eine Bekannte, meine Frau hat eine Bekannte, die hat uns über Facebook schon 2011 geschrieben, ja, Ähnlichkeit mit Daniel Craig, und haben alle angefangen zum Lachen. Da muss ich aber dazu sagen, da war ich auch schwerer, da habe ich 118 Kilo gehabt, ich war Bodybuilder, und da war die Ähnlichkeit, weil das Gesicht zu massiv war, noch nicht so wirklich da. Okay. Das heißt, der quasi bodenständige Beruf, die Eltern haben den Wunsch gehabt nach dem Motto, Sohn, mach was Gescheites, Vernünftiges. Wie kam es dann wirklich zu 007, weil der Sprung vom Karosseur zum... Bei der Geburtstagsfeier von meinem Chef war ein Fotograf, ja, der ehemalige Falco-Fotograf Kurt de Messel. Und der hat mich dauernd fotografiert und hat gesagt, also die Ähnlichkeit ist ein Wahnsinn. Und wollte immer mit mir Fotoshooting machen. Und ich habe 3 Jahre lang gesagt, nein, also ich will das nicht, weil ich nicht sehr fotogen bin. Und dann habe ich mich überreden lassen und die Fotos gemacht, habe einen Instagram-Account erstellt. Und es war verblüffend, wie die Menschen darauf reagiert haben. Und dann haben wir gesagt, okay, das wäre eine neue Richtlinie, die was wir einschlagen könnten. Das heißt, das war quasi der Beginn von 007, mehr oder weniger. Was war auf dem Weg dann die größte Herausforderung? Die größte Herausforderung war, das erste Mal auf einer Bühne stehen und sehen, wie die Menschen reagieren, weil ich das ja in meinem Leben nicht gewöhnt war. Ich war einfach ein Mensch wie jeder andere, der in der U-Bahn steht, der bei McDonald's sitzt und einfach nicht beachtet wird oder nur beachtet wird, wer tätowiert ist und ein Bodybuilder ist, so wie im Bad, in Urlaub etc., aber nicht als Double. Und plötzlich hat das angefangen. Die Menschen sehen ein Double oben und das bin ich. Und jeder wollte auf einmal was und da bin ich schon nervös geworden. Also das war schon eine Herausforderung, über den Schatten zu springen und mit mehreren Menschen zu sprechen. Sie haben kurz auch Bodybuilding erwähnt, quasi auch davor schon für Sport gemacht oder erst dann quasi mit dem neuen Fokus? Ich habe meinen Sport jetzt eigentlich umgedreht. Früher habe ich Fußball gespielt, dann bin ich ins Bodybuilding reingekommen. 2004 habe ich beim Bodybuilding meinen Höhepunkt gehabt, dann wollte ich eigentlich aufhören, habe mich runtertrainiert und im Runtertrainieren ist dann die Ähnlichkeit so stark geworden, dass es dann erst in das 007-Agentenschema reingefallen ist. Jetzt haben Sie auch kurz erzählt von der Herausforderung, quasi auf der Bühne zu stehen plötzlich und in der, quasi vor vielen Menschen auch und dann in der neuen Rolle und auch die Aufregung oder die Nervosität dabei. Wie haben Sie dann gemeistert, dass das irgendwann einmal dann, wie haben Sie es geschafft, dass dieser... Also ist im Lamm, wie war rauszukommen? Ich probiere jedes Mal wieder, also ich bin jetzt doch immer genauso nervös wie vorher, es abzuschalten. Am sichersten fühle ich mich vor der Kamera, weil da weiß ich, dass die Leute hinter der Kamera das haben wollen, was ich zeige. Auf der Bühne, wenn alle schauen und du musst was machen, das ist irgendwie, da habe ich Angst, dass ich einen Fehler mache. Da bin ich noch nicht so erfahren, dass ich das wegstecke, Lampenfieber, wie jedes Mal. Gehört auch dazu wahrscheinlich in einem gewissen... Muss man wahrscheinlich haben. Mein Soundkoordinator, der Professor Markus Falguni, hat gesagt, wenn man kein Lampenfieber hat, dann macht man Fehler. Guter Spruch, ja. Ja. Das heißt, quasi ein Fotograf hat sich damals entdeckt, mehr oder weniger, hat die Idee gehabt, einmal das erste Double-Fotoshooting zu machen, habe ich so rausgehört im Gespräch jetzt. Jawohl, der Kurt, Messel. Das klingt dann gleich nach einem fulminanten Durchbruch, oder? Oder war dann der Weg noch ein steiniger, oder wie ging es weiter? Nein, der war sehr lange, also...
viele Sachen habe ich mir selbst bezahlen müssen, zum Beispiel Flüge nach Cannes oder wir waren in Sölden im 007 Elements oben. Mhm. Das habe ich mal selbst bezahlen müssen. Auch die ganzen Charities und Events. Der Weg drauf ist wie beim Tennisspielen. Da zahlt man ein für eine Ausbildung, mhm, und irgendwann kommt die Kippe und dann fängt man erst langsam wenig darauf zu verdienen. Mhm. Die Leute glauben, es ist James Bond Double, der verdient Millionen. Das ist nicht so. Ich kann die Leute beruhigen, ich bin noch kein Millionär. Okay. Aber der Weg war quasi dann sehr lang und mühsam. Und wie lange hat es dann gedauert ungefähr, so von den ersten, wahrscheinlich auch nur unbezahlten? Zwei Jahre. Der erste bezahlte Auftritt war beim Herrn Ivan Mazzola in Kitzbühel in der Bond Night in heuer im Februar. Und ich muss dazu sagen, 400 Gäste, davon 300 aus Deutschland. Und das war der erste große Auftritt von 400 Menschen und die waren begeistert. Und das war einer meiner schönsten Abenden, weil so viele verschiedene Charaktere, die sie kennengelernt haben. Und das freut mich. So viele verschiedene Menschen, aber das gleiche, im Endeffekt das gleiche Ziel. Als ich zum ersten Mal Ihre Homepage gesehen habe, war mir die erste Frage, die mir in den Kopf gekommen ist: Was macht eigentlich ein Daniel Craig oder 007 Double? Wie schaut quasi Ihr Job oder Ihre Tätigkeit aus? Was machen Sie? Also ich glaube, ich ersetze in Daniel Craig für Firmen zum Buchen für Werbungen oder für Auftritte, die sie das Original nicht leisten können. Mhm. Weil es ja ein gewaltiger Verdienstunterschied ist und Buchungsunterschied ist. Und das ist meine Aufgabe, ob es ist jetzt auf Events, ob es ist jetzt auf Charities, so wie Krebshilfe, Licht ins Dunkle etc. Das ist, glaube ich, meine Aufgabe, dass die Menschen den Idol näher kommen, ohne dass sie es original sehen, aber doch jemanden, der ihm sehr ähnlich ist. Mhm. Sie haben jetzt auch kurz erwähnt, dass es ja quasi nicht nur unter Anführungszeichen die Optik ist, sondern dass Sie selbst auch als Stuntman ausgebildet sind. Ja, ich bin noch in der Ausbildung, im Fertigwerden. Okay. Und der Markus Valguni macht da sehr gute Arbeit. Das ist mein Stunt-Koordinator. Jetzt werden wir schauen, wo das Ganze hinführt. Klingt spannend, ja. Also auf dem bisherigen Weg jetzt, also auf die Anfänge, die Herausforderungen, das Lampenfieber auf der Bühne, wie halt quasi auch die Leute reagieren oder auch teilweise Fans von Daniel Craig reagieren. Gab es in diesen bisherigen Jahren so einen besonderen Gänsehautmoment auch, wo Sie sagen, das hat mich wirklich berührt? Ja, zwei. Und zwar in Cannes, mhm, die Filmfestspiele. Das war faszinierend, wie die Menschen da reagiert haben. Also ich habe mein Auto zu den Filmfestspielen fahren müssen, weil ich habe auf der Straße nicht mehr gehen können. Weil sie geglaubt haben, wir waren in Martinez. Mhm. Da sind auch die Victoria's Secret Models drin gewesen und viele Bodyguards. Und die haben wirklich geglaubt, ich bin es. Also die haben echt geglaubt, der ist da. Das war extrem. Und am 21. Sportwagen-Festival vom Herrn Herbert Kasper, mhm, der war in Felden geladen und dem auch geglaubt, bis zum Bühnenauftritt, dass ich es bin. Und man hinten gehört das Daniel schreien und das war Fotografie, bis ich auf Deutsch gesagt habe, wer ich bin. Und man sagt, naja, na, ist er doch nicht. Aber es war faszinierend, was Menschen glauben, was sie, wenn sie mich sehen. Das ist echt faszinierend. Das heißt, wenn da quasi an der Côte d'Azur die Fans nachlaufen und die Presse glaubt, der Daniel Craig ist da, da werden sie wahrscheinlich ja auch massig Fanpost von jungen Damen bekommen, oder? Das stimmt, ja. Dazu noch zu sagen, ich bin seit 18 Jahren glücklich verheiratet. Okay. Ich habe drei gesunde, glückliche Kinder. Und somit ist mir, wie soll ich sagen, das Umfeld für mich gesichert. Das ist meine Familie, die was mir den Rückhalt gibt. Da muss ich den Damen leider sagen, dass ich schon glücklich vergeben bin. Aber wie geht jetzt zum Beispiel die Familie damit um, dass quasi, wenn der Papa an der Côte d'Azur unterwegs ist, die Presse, die Journalisten, die Reporter und die quasi Fans hinter Daniel Craig nachlaufen oder hinter Max Freisel? Also meine Kinder sind nicht kamerascheu so wie ich, die finden okay, das cool. Die erzählen das auch ihren Freunden und sind richtig stolz darauf. Ich hoffe, meine Frau ist auch stolz auf mich. Das denke ich halt einmal. Aber ich muss wirklich noch einmal dazu sagen, ohne meine Frau wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Mhm. Die hat seit 18 Jahren sehr viele Tiefen, sehr viele Höhen mitgemacht. Und ich kenne nicht sehr viele Freunde, wo die Frauen auf einer Seite geblieben sind.
ich muss sagen, Hochachtung über meiner Frau und ich bedanke mich nochmal sehr herzlichst, dass sie heute noch da ist. Sie haben jetzt am Beginn auch kurz erzählt von dem Lampenfieber, von der Herausforderung, einmal quasi aus dem normalen Brotberuf jetzt quasi auch in diesen öffentlich wirksamen Beruf hinein. Gab es neben all diesen Erfolgen, Gänsehautmomenten und auch diesem Lampenfieber auch wirklich mal Momente des Scheiterns, wo einfach mal was nicht funktioniert hat? Nein, weil, wie mein Großvater schon gesagt hat, geht nicht, gibt's nicht. Und mein Chef hat einen guten Spruch gesagt, ich will nicht wissen, wie es nicht geht, sondern ich will wissen, wie es geht und für alles gibt es eine Lösung. Einen Plan B habe ich nicht, aber bis jetzt ist alles, hat alles funktioniert. Cool. Sie haben jetzt kurz Ihren Chef erwähnt, der sich scheinbar inspiriert hat, auch Ihren Großvater. Kurz einmal zitiert, gab es jetzt auf Ihrem Weg jetzt auch Vorbilder oder Menschen, die Sie persönlich geprägt haben oder inspiriert haben? Ja, und zwar in Arnold Schwarzenegger, ein berühmter Österreicher. Ich bin sehr stolz auf ihn, dass er in einer Zeit, wo das, was er gemacht hat, nicht populär war, es trotzdem durchgezogen hat. Und wie man sieht, wenn man von was überzeugt ist, funktioniert es auch. Also ich kann jedem Menschen nur den Tipp geben, wurscht, was andere sagen, wenn man selbst davon überzeugt ist, dann funktioniert es. Das Funktionieren ist ein wichtiges Stichwort, weil es gibt ja auch viele Menschen, für die die Dinge nicht gleich so funktionieren, die Herausforderungen haben. Was ich auch mitbekommen habe, Sie sind sozial sehr engagiert auch. Ja. Was machen Sie in dem Bereich? Oder was sind da also wichtig? Ich bin sehr engagiert für sozial schwache Menschen. Mhm. Zu Weihnachten habe ich immer 3-4 Familien, die sozial schwach sind, die ich denen Kinder einen Weihnachtswunsch erfülle, ohne dass sie wissen, dass ich es bin. Wow. Und jetzt am 20. September mit dem Fabian Ferres-Fahri machen wir eine große Krebshilfeaktion in Mödling in Marienzersdorf unten. Wow. Wow. Und diese Schiene mit der Krebshilfe wollen wir eigentlich in Zukunft weiterführen, mehrere Events machen. Weil ich weiß nicht, warum in Österreich die Krebshilfe auf Spenden angewiesen ist. Ich finde, das ist so ein großes Projekt, das gehört gefördert. Tut leider niemand, müssen die Menschen fördern. Richtig, ja. Jetzt haben wir viel auch über die Erfolgsgeschichte gehört, auch über die Herausforderungen. Wenn jetzt junge Menschen uns zuschauen, die auch für sich, egal in welchem Bereich jetzt ihres Lebens, sagen, ich möchte auch erfolgreich werden, genauso wie der Max Freisel, egal ob das Unternehmen gründen möchte, Künstler, egal was der vorhat, aber auch erfolgreich werden möchte, was wäre so aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Erfahrung heraus der wichtigste Erfolgstipp für junge Menschen? Sein Ziel verfolgen, aus den Fehlern oder aus den misslungenen Sachen lernen, das nächste Mal besser machen. Aber ich kann immer wieder nur sagen, wenn man davon überzeugt ist, funktioniert es auch. Ich muss dazu sagen, ich bin froh, dass ich meine Frau hinter mir habe. Manchmal wollte ich aufgeben, weil ich sage, nein, das ist mir zu viel. Aber meine Frau hat mich sehr gestützt. Also wenn man einen Lebenspartner hat, der einen unterstützt, ist es leichter. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass jeder Mensch es schaffen kann. Ich muss dazu sagen, ich habe zwar noch das nötige Glück dazu gehabt, aber im Großen und Ganzen habe ich mir zu 90% alles selbst gemacht, wo ich heute bin, als Überzeugung. Da gibt es ja auch von Frank Stone auch den schönen Satz, der hat mal gesagt, ich habe auch in meinem Leben oft Glück gehabt, aber die Erfahrung gehabt, dass der viel tut dafür, auch im Regelfall öfter Glück hat. Ja. So sinngemäß hier. Wir haben viel über die Vergangenheit gesprochen. Es gibt aktuell, glaube ich, die Dreharbeiten zu Bonn 25 sind ja jetzt mittendrin oder fast fertig, bin nicht im Laufenden da. Mittendrinnen. Danach wird Daniel Craig ja voraussichtlich die Bond eher beenden, weil die wollte schon viel früher auch beenden. Aber was sind Ihre nächsten Projekte? Darf man fragen, oder ist auch noch Top-Sieger? Also der Professor Markus Valguni, der Herr Reinisch, sind gerade in der Zusammenarbeit. Wir werden Anfang Oktober voraussichtlich einen österreichischen, französischen Film drehen. Wow. Und zwar mit einem Drehkollegen von mir, den Besnik Tafalari. Sehr guter Freund, würde ich schon fast sagen, ein Bruder von mir. Komisch, dass zwei Menschen so gleich sind, der das gleiche Ziel hat wie ich und auch ein Double ist, nämlich vom Jason Statham. Ja. Und wir werden gemeinsam den ersten Double-Film in Österreich drehen. Cool, viel Erfolg, klingt spannend. Dankeschön. Jetzt haben wir viel
über Projekte gesprochen, über den Weg, Herausforderungen, auch Gänsehautmomente. Wenn in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war der Max Freisel, was hat ihn ausgezeichnet, was würden Sie ihm antworten? Das ist eine schwierige Frage. Ja. Ich kann mich selbst nicht einschätzen. Ich mache das ganz einfach, was gemacht werden muss. Ob das jetzt da wow oder naja, es geht ist, das kann ich nicht beurteilen. Und es ist, ich brauche für das, was ich mache, keinen Dank oder Lob. Ich mache es, weil ich es machen will. Ich lasse mich für nichts überreden, was ich nicht machen will. Das mache ich auch nicht. Das kann auch jedem nur sagen, also er soll sich ja nichts einreden lassen. Und ich glaube, das ist das, was mich ausgezeichnet hat, dass ich genauso selbst schuld bin bei den negativen Sachen wie bei den positiven Sachen. Da kann man nur für Zukunft alles Gute wünschen. Weiterhin viel Erfolg auf den nächsten Projekten und danke fürs Gespräch. Jawohl, danke schön. Ich bedanke mich sehr herzlichst.